Hi ihr Lieben, ich bin wieder da, zurück aus meinem Kinder- und Hundeurlaub. Hier ist unser kleines Hundebaby. Unsere Coco ist gerade mal 5 Monate alt. Sag mal Hallo. Da, hallo Coco. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Schön, dass ihr noch auf meinem Kanal seid. Es ist schon unglaublich lange her. Ich freue mich richtig, euch wieder zu sehen. Und ich hoffe, es gefällt auch mein Video. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch für mich bitte. Und abonnieren für den Fall, dass ihr es noch nicht getan habt. Ich melde mich aber auch mit einem ernsten Thema zurück. Und zwar habe ich das Problem, das sicherlich viele Mamas von euch kennen. Man hat seine 2 Schwangerschaften hinter sich, mal 25 Kilo rauf, mal wieder 20 Kilo runter und jetzt ist die Figur im A. Und darum muss ich natürlich etwas dagegen tun. Ich habe mir jetzt einige Diäten angesehen, habe mir überlegt, was ich machen kann, dass ich wieder in die Kleidung von früher passe. Ist schon ziemlich lange her. Trotzdem habe ich mir jetzt einfach diese Aufgabe auferlegt und mir einige Diäten angesehen. Unter anderem bin ich auf die Tonon-Diät gestoßen, diese Zauberdiät, die 10 Kilo in 14 Tagen verspricht. Und ich habe diese Diät auch tatsächlich durchgezogen. Wie diese Diät funktioniert, was sie verspricht, welche Risiken sie beinhaltet, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Zunächst einmal stellt sich die Frage, worum geht es bei dieser Tonon-Diät? Ich fand sie überraschend einfach. Es ist ein sehr harter Ernährungsplan, bei dem am Tag 2 bis 3 Mahlzeiten vorgeschrieben sind. Es ist genau vorgegeben, was und relativ genau, in welcher Menge man essen darf. Und man darf auch darüber hinaus nichts zu sich nehmen, außer natürlich Flüssigkeit ohne Kalorien. Es wird empfohlen Kaffee oder Tee oder Wasser. Es ist eine sehr proteinreiche Nahrung. Und wenn man sich das jetzt runterrechnet, für 2 Wochen 10 Kilo haben wir ein deutliches Defizit an Kalorien. Es wird sicher sehr viel Wasser weggehen, aber trotzdem ist es eine massive Crash-Diät. Und eine Crash-Diät ist dem Namen nach schon einmal nicht gesund. So viel kann man eigentlich davon ausgehen. Ich bin keine Ärztin, ich kann es natürlich nicht garantieren, ob das jetzt gesund ist oder nicht, aber ich denke mir, wenn ich dem Körper so wenig Nährstoffe zufüge, kann es eigentlich gar nicht gesund sein. Aber 2 Wochen ist eine überschaubare Zeit. Ich bin eine gesunde junge Frau, relativ jung, und denke mir, das wird schon passen. Ich habe mich jetzt auch nicht medizinisch abklären lassen, was vielleicht gar nicht sinnlos wäre. Aber ich kenne mich und meinen Körper ganz gut und habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Ich werde es ihm zutrauen. Ja, die Tonon-Diät auf der Homepage, man kann da googeln, findet unzählige Angebote, auch den genauen Ernährungsplan. Es gibt alles online, entweder auf Deutsch von diversen Übersetzern oder die originale Website, und auch die hat alles ganz genau aufgelistet. Ich habe es sehr angenehm und übersichtlich gefunden. Sie warnen allerdings alle sehr stark davor, dass sie diese Art der Diät ein gewisses Risiko birgt. Und zwar, dass der Körper und die Psyche unter Stress gelangen, dass es zu schlechter Laune kommt, zu Verstopfungen. Und natürlich warnen sie auch vor diesem klassischen Jojo-Effekt, wie bei jeder anderen Crash-Diät auch, wird dem Körper ein massives Hungergefühl präsentiert, was, sobald er wieder normal Nährstoffe aufnehmen kann, absolut wieder einlagert. Ich bin aber auch Hypnosetherapeutin und habe mir gedacht, ich mache es ein bisschen schlauer, um diesen Jojo-Effekt auszustellen, gehe ich einfach her und hypnotisiere mich sozusagen mit einer Aufnahme selbst, um mir ein Sättigungsgefühl zu bringen und eine längere Stabilisierungsphase einzuhalten. Ja, zur Tonon-Diät selber, da kann ich jetzt nur sagen, wie gesagt, es ist sehr übersichtlich, also Tag 1 bis Tag 7 ist exakt genau vorgegeben, die 2. Woche ist dann einfach die Wiederholung der 1. Woche und besteht, ich zeige es jetzt einfach einmal hier so vor, ich habe schon vorbereitet, die primären Stoffe, die man zu sich nimmt, zunächst einmal am Morgen der obligatorische Kaffee ohne alles, ohne Zucker, ohne Milch. Eine gute Tasse Kaffee und dazu natürlich gar nichts. Zum Mittag gibt es dann Salat, so viel du willst. Ich habe immer einen grünen vom Feldbauern genommen. Und dazu
Ein bis zwei hartgekochte Eier kommt auf den Tag an. Und am Abend gibt es dann dasselbe noch einmal unter Anführungszeichen. Und zwar gibt es Steak mit Salat. Ja, also eine sehr überschaubare Zutatenmenge am zweiten Tag, im Prinzip sehr ähnlich. Da gibt es dann zum Mittag das Steak und den Salat. Man darf sogar ein paar Tomaten essen. Ich war begeistert von den Tomaten. Ja, mir geht das sofort ab, wenn ich nicht die Vielfalt habe. Und am Abend hat es dann einen gekochten Schinken, so viel man will, aber da ist mir schon nach den ersten 100 Gramm genug davon gewesen. Ich habe diese Eintönigkeit nicht gemocht. Einen großen Kritikpunkt habe ich an diese ganzen Seiten. Es steht immer dabei, am Tag, die Kalorien sind 600 bis 800. Ich vermute, dass die 600 für die Frauen sind und die 800 für die Männer an Kilokalorien. Es steht nirgendwo eine genaue Mengenangabe dabei. Also beim Tag 1 steht, damit ich es lesen kann, nochmal genau, ein großes gegrilltes Steak. Ich kann mir vorstellen, das sind 250 bis 300 Gramm, aber natürlich ist ein großes Steak für jeden etwas anderes. Also ich habe mich mit diesen vagen Angaben etwas schwer getan. Wenn ihr den genauen, die genaue Essensliste haben wollt, schreibt es hin. Vielleicht kann ich es auch unten im Video dazu hineinfügen, wie ich mich ernährt habe. Ich selber habe es durchgezogen. Ich hatte extrem harte Tage dabei. Gott, es ging mir unwahrscheinlich schlecht. Ich habe von den Nachbarn die Gerüche gehabt in der Nase und mir gedacht, oh Gott, hätte ich das gerne. Und wenn ich dann meinen Kindern ein Eis gegeben habe, weil es so schön warm war und ich durfte nicht, das ist mir richtig schwer gefallen. Aber ich habe diese 2 Wochen durchgezogen und ich habe 5 Kilogramm abgenommen. Und ich bin jetzt seit, jetzt muss ich kurz denken, eine Woche über den Daumen, esse ich wieder völlig normal und ich bin auf dem Gewicht geblieben. Also der Jojo-Effekt war bei mir nicht vorhanden und das begeistert mich voll, weil ich jetzt doch wieder ein paar hübsche Sachen anziehen kann. Und das ist schon eine schöne Sache für mich. Ich freue mich riesig darüber. Und ja, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, versucht es. Ich denke, es könnte euch Spaß machen. Lust haben, es auch mal auszuprobieren und vielleicht den gleichen tollen Erfolg haben wollen, wie ich ihn hatte. Ich habe es jetzt einfach aus dem Internet herauskopiert, genauso wie es vorgegeben wird, die Tage 1 bis 7, damit ich vollständige halber alles oben habe. Und bei Fragen, ihr könnt jederzeit googeln, ihr könnt mir schreiben, ich gebe euch gerne eine Antwort. Also, die Tage sind so aufgeteilt. Vergesst bitte nicht für die Damen unserer Gesellschaft 600 Kalorien, für die werten Herren 800 Kalorien. Am ersten Tag, wie gesagt, ein schwarzer Kaffee oder Tee, natürlich ohne Zucker, ohne Milch. Dann zum Mittag 2 gekochte Eier mit ein bisschen Spinat, ohne Salz. Und am Abend ein großes, ich vermute 300 oder 250 Gramm gegrilltes Steak. Oder für die Vegetarier so 3 kleine Hamburger-Frikadellen, solche veganen mit Sellerie und oder Salat. Am zweiten Tag wieder Kaffee oder Tee und natürlich immer ohne Zucker. Dann gibt es zu Mittag ein Steak, Salat, Tomaten und Früchte nach Belieben. Das klingt jetzt sehr viel, aber vergesst nicht, auch Obst und so weiter hat Kalorien. Ihr dürft die 600 auf keinen Fall überschreiten. Und ein Kopfsalat, ein ganzer Kilo, hat 120 Kilokalorien. Nicht unterschätzen. Ich bin nämlich fast drauf reingefallen. Abends gekochter Schinken nach Belieben. Am dritten Tag morgen wie üblich Kaffee oder Tee. Hier gibt es jetzt das erste Mal was zu essen und zwar eine kleine Scheibe Vollkornbrot. Ich habe Toastbrot gegessen. Ich denke, es kommt das Gleiche raus. Mittags 2 gekochte Eier, Salat und Tomaten nach Belieben. Am Abend wieder Schinken und Salat nach Belieben. Immer im Hinterkopf behalten diese 600 Kalorien. Am Tag 4 wieder Kaffee oder Tee ohne Zucker, ohne Milch, dafür wieder etwas Brot. Mittags ein hartgekochtes Ei, rohe oder gekochte Karotten und ein Stück Käse. Das ist mir am allerhärtesten gefallen. Warum dieser Käse drinnen ist, ist mir nicht ganz klar. Aber nur diese faden Karotten, ihr dürft kein Salz verwenden, kein Öl. Keine Butter, das ist richtig fad gewesen. Also das war mein schwerster Tag von allen. Am Abend Früchte nach Belieben und ein Naturjoghurt für alle, die es spannend und faszinierend finden. Ich habe, weil es bei uns wirklich richtig heiß ist,
die gefrorenen Früchte, gefrorene Himbeeren genommen und ein bisschen ein Naturjoghurt dazu gegeben und das war dann wie ein Himbeereis, wenn man es püriert. Das ist erlaubt. Tag 5, wieder schwarzer Kaffee oder Tee ohne Zucker, geriebene Karotten, die habe ich weggelassen, denn ich konnte Karotten einfach nicht sehen. Dann zum Mittag Fisch in Brühe und zwei Tomaten. Am Abend ein normal großes Steak. Wie groß das ist, weiß ich nicht. Ich habe einfach ein 150 Gramm Steak genommen. Grüner Salat nach Belieben. Am Tag 6 wieder einmal Tee und Kaffee, etwas Brot. Zum Mittag gegrilltes Hühnchen nach Belieben. Und am Abend zwei gekochte Eier, rohe oder gekochte Karotten. Ich sag euch, diese Karotten haben mich genervt. Es war wirklich schrecklich. Am Tag 7 Kaffee, Tee mit Zitrone aus irgendeinem Grund, natürlich alles ohne Zucker. Und dann ein gutes Steak, keine Ahnung, vielleicht waren die bisherigen schlecht. Wie gesagt, es ist 1:1 von der Homepage übernommen. Früchte nach Belieben. Ich habe mich mit diesen Angaben zum Teil sehr schwer getan. Ein gutes Steak war für mich in etwa ein großes Steak und habe wieder die 300 Gramm genommen. Am Abend das Joker-Dinner, wo man essen kann, was man will. Da habe ich einfach etwas Thailändisches gegessen, ohne irgendwie besonders üppig zu kochen und habe es die Woche darauf wiederholt. Exakt gleich, ich habe keine Abweichungen genommen, bis auf einen Tag, da hatten wir eine kleine Feier, da habe ich einen Whisky getrunken, ein kleines Gläschen. Aber ansonsten habe ich mich wirklich immer an diesen Plan gehalten, plus eben dazu meine Hypnose-CDs und die haben echt gut geklappt, muss ich sagen. Also die Kombination hat mir gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback geben würdet, wie es euch gegangen ist. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht bin nur ich so ein Weichei, dass es mir so schlecht gegangen ist in diesen 2 Wochen. Vielleicht geht es euch besser. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Wenn euch mein Video gefallen hat, bitte liked es, gebt mir Feedback und abonniert meinen Kanal. Danke. Alles Gute euch. Tschüss.